Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe ja heute Morgen schon ein Video gemacht. Es war ein bisschen früher, weil ich natürlich den ganzen Tag Sport gemacht habe. Jetzt bin ich zurück und jo, der schreibt schon. Ich wäre der beste Heck. Ja. Ja. Es ist ein bisschen mehr los jetzt, aber auch nur am Bind. Also ich war vorher schon drin und ja, es ist nicht viel los. In den Kommentaren stand, ja, ich müsste ja auch nicht um 9:30 Uhr, was gar nicht war, es war viel später. Nicht nach Spieler suchen. Ich wollte ja nicht nach Spieler suchen. Ich wollte ja die Gegner ein bisschen erkunden, ob überhaupt Spiele jetzt auch außerhalb von der Invasion dort sind, in beiden Süden. Es wurde völlig missverstanden. Ich weiß nicht, es wird ständig irgendwas missverstanden. Ich finde es einfach nicht okay. Die Spiele sind zu toxisch, müssen natürlich immer irgendwie etwas raussuchen, was eigentlich gar nicht stimmt und so. Und das mag ich einfach nicht. Es ist einfach so, dass alles auf Ironie beruft, auf irgendwie, ja, entweder toxisch sein oder lustig sein oder irgendwie scherzen und so. Und ja, das ist schon echt ansteckend. Also ich bin auch manchmal auf der Ding, auf der Seite von den toxischen Leuten. Es geht einfach nicht. Also der Nuki. Schauen, was der so macht. Ja. Hallo. Ich traue mich nicht so ran. Ich könnte eigentlich. Ich habe keinen Buff mit dem Charakter, stimmt. Ach, schon lange nicht mehr gespielt. Also einen habe ich markiert. Der wird mir XP geben. Komm, treffe. Ja, sehr schön. Bei dem noch so Krähenfüßchen hinplatzen. Ja. Ich wurde nicht getroffen. Aber Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und schon werde ich wieder sterben. Es ist einfach nicht das Spiel. Ich hasse es. Nein. Aber es ist wirklich. Kaum will man mal kurz ein bisschen nach vorne, wird man schon wieder überrascht. Es ist einfach zickzack, zickzack, zickzack. Es ist einfach nicht toll. Bekommt man so viel Damage? Wegen den Blitzschlägen. Ja, die Hexen sind halt dann wirklich stark. Das ist nur wegen den Blitzschlägen und so. Man hat dort nicht so viele HP. Und jetzt bekomme ich nicht mal XP, weil die auch gar keine killen. Es ist immer so. Es ist immer so. Ich mag es einfach gar nicht mehr. Das Spiel, es ist. Und deshalb sind meine Spiele manchmal ein bisschen toxisch, weil ich einfach meine Meinung sage. Wie es so ist, aber das Spiel ist völlig broken. Je mehr, je höher levelig ich werde, desto brokener wird das Spiel. Weil mir ständig, also wirklich ständig irgendwie auf die Schnauze fallen muss, keine Skills verfügbar, nötig sind, oder? Einfach ständig dieses Zickzack, Zickzack, Zickzack. Weil manche Spiele auch viel zu gut equipped sind, da hat man einfach keine Chance. Oh ja, Jack voll. Oh ja. Jack Wolf. Das ist mein Opfer. Tut mir leid, Jack Wolf, wenn du überhaupt Deutsch bist. Du bist wahrscheinlich Deutsch, du hast nur einen Wolf-Nachnamen wahrscheinlich. Wer weiß das? Ist das ein Deutscher? Mann, wie lange gehst du kämpfen? Ist nicht gut. Das ist eine schlechte Attacke. Du brauchst zu lange. Ja, es. Grad Lust, Great Wars 2 zu schauen bei mir. Ich weiß jetzt, okay, Guild Wars 2. Da hat es nicht so Stunts. Oh. Ich bin gestunt. Ja, aber eben das Spiel ist halt minder Qualität. Fällt mir halt langsam nicht mehr so. Und das spiele ich eigentlich auch nicht am Abend. Weil am Tag hast du einfach Kämpfe, wo nicht so zickzack, zickzack und so Durchbruch ist. Du hast eigentlich. Ja. Ziemlich
mehr Chance nach Maskees zu beweisen. Ach komm, kann man nicht mal angreifen? Lieber mal auf den losgehen, der gibt auch ein paar G-Punkte. Ah, oh, Königreichspunkte. Genau dieser Angriff, also dieser Buff meine ich. Der lässt einfach mal alles Ding. Okay, jetzt kommen aber doch noch ein paar mehr. 5 Königreichspunkte und 638. Jetzt hauen sie wieder ab und dann muss ich wieder hin. Ah, ich habe einfach keine Reichweite auf diesem Kackbogen. 25, glaube ich. Doch 30, aber ich habe trotzdem keine Reichweite. Vielleicht auch der Spieler ist wegen den Lags einfach zu weit weg. Ja, und das ist der nächste Grund. Die Lags. Wieso können die Spiele nach so langer Zeit, also die Entwickler, nach so langer Zeit nicht endlich mal den Server ein bisschen besser machen? Wow. Greift jemand an? Wow. So lieber die anderen angreifen. Ich bin jetzt hier nur zum Video machen. Ich habe keine Lust dazu, wieder zu sterben. Ja. Also ihr merkt, es gibt einfach so riesen Gründe, wieso ich eigentlich jetzt nicht mehr so gerne das Projekt weiter genießen kann. Mache. Ja. Der Hauptgrund. Es braucht riesige Konzentration im Kämpfen. Das mag ich einfach nicht. Ich bin eher so der Action-Hack-and-Slave, also Action-Rundenspiel-Fan. Und nicht irgendwie. Ja. Mir hat es so nie gefallen, deshalb war ich auch nie Level 60, seitdem es Level 60 gibt. Ich war noch nie Level 60. Es ist zu gestreckt. Man braucht Mammutaufgaben. Man braucht Ewigkeiten. Und das ist natürlich schon, also... Ich habe zwar wirklich gute Kollegen hier in-game, die echt viel spielen, aber echt nicht mir das so ein bisschen rüberbringen können, ah, okay, ich mache das auch, weil die, vor allem der Nuki und so, spielen Ewigkeit. Also sie spielen mehrere Stunden pro Tag. Und ich ja eigentlich eine Stunde pro Tag, mehr nicht. Und deshalb ist es überhaupt nichts für mich, vielleicht für den Nuki, vielleicht für den Tox Collector, vielleicht ist es auch etwas für den Black Scorpion, der war sowieso schnell auf Level 60. Der hat XP Booster wie der Wahnsinnige wahrscheinlich gemacht, genommen. Und deshalb, ja, ja jetzt ist Tenax sowieso unterwegs. Mit zwei Forts, also mit dem Imperial Castle und mit einem Fort, dem Huggersburg Fort. Also, ich level weiter, zeige aber nicht mehr so viel. Also mache jetzt nicht mehr so viel Parts. Aber jetzt habe ich erst wieder begonnen, Warzone zu machen, macht schon wieder keinen Spaß mehr. Auch weil so toxische Spieler halt immer wieder zocken. Die meinen, sie müssen mich irgendwie von hinten angreifen, wie jetzt die Syrten. Die haben wir jetzt weggejagt. Dank den Leuten hier. Also die hier da waren. Und... ja. Gerade momentan... Zunge raus. Er ist im Video.
Er will sich tarnen. Komm, wir tanzen mal kurz ein bisschen. Tanzen. So. So, ja, ich weiß, Leute, ihr seid schon ein bisschen toxisch. Also, naja, es ist jetzt wirklich nur ein Scherz, klar. Aber, ja, ich bin einfach momentan vom Spiel genervt, nicht von den Leuten. Also, ich habe sogar Spaß an den toxischen Leuten. Kein Problem. Nur das Spiel macht mir keinen Spaß. Nicht die toxischen Leute machen mir keinen Spaß. Also schon ein bisschen machen sie nicht mehr so Spaß wie früher. Aber, ja, wisst. Ich spiele liebend gern, aber nicht Spiele, die mir keinen Spaß machen. Ich werde jetzt öfters noch ein bisschen leveln, Tagesbonus einsammeln und so weiter. Eventuell, wenn es dann wieder mal einen Drop-Boost gibt und so. Dann gibt es wieder mehr Videos, aber ich denke mal, ich weiß nicht. Ich habe ja so vor ungefähr 10 Tagen schon nicht so viele Videos gemacht. Und, wieso stirbst du so oft? Ah. Wieso gehst du auch immer zu denen? Was? Sie spielen gerade an, weil ich in Discord-Form in der Taverne echt Müllfetze erzähle. Also ich tue ein bisschen die Spiele, weil sie so ja, nicht oft posten, sie ein bisschen anlocken, damit sie ein bisschen etwas zu diskutieren haben. Und das merke ich langsam, macht denen echt Mühe. Sie können es einfach nicht sehen, wenn ich irgendwas erzähle über die anderen Reiche. Ja. Und einfach wegen der Community möchte ich einfach mal ja so Folgen machen, wo die Leute wirklich sich treffen hier im Ding oder so. Also es ist, weil mir das Spiel ja nicht so viel Spaß macht. Hashtag no gay. Okay, was ist gay? Jung. Also jetzt komme ich gerade auch nicht mehr so draus. Ja, eigentlich schon, aber Wolklager-Bosse? Wo ist der Taxi hin? Eigentlich schon. Also Sauerkraut sind einfach die besten. Die machen etwas mit mir. Die anderen lassen sich irgendwie von mir ein bisschen anlocken, sind sauer, hauen wieder ab oder reflektieren die Sachen dann auf mich, die sie betreffen. Ja. Okay. Eigentlich schon. Also. Dann mache ich eine zweite Folge. Wenn das mich jetzt schon wieder so motiviert. Regnum ist eben so, man hat immer negative Sachen. Man sieht immer wieder negative Sachen. Aber dann findet man wieder etwas Tolles und dann hat man wieder mega Spaß. Also zum Beispiel stoppt etwas Cooles, man hat wieder mehr Spaß zum Leben oder so.
Also, bitte nicht wieder verarschen. Schau ich mal kurz, wie lange wir schon aufnehmen. 15 Minuten. Es könnte noch ein bisschen in diesen Part kommen. Ich mache direkt einen Folgepart. Also, ja eben. Es ist, eben abhängig von euch, von jedem Spieler auf diesem Server. Seid bitte ein bisschen fair, seid ein bisschen cool und nervt euch nicht. Das Spiel sollte euch nicht nerven. Weil wenn es euch nervt und ihr dann so toxisch sein müsst oder andere, ja, richtig, ja, nerven müsst, dann haben alle keinen Spaß. Auch ihr. Auch wenn es anders aussieht. Und das ist einfach, ja, eigentlich, ja, schwierig, also. Es macht einfach keinen Spaß. Ich bin ja einer, der gerne immer Spaß hat, aber ja. Ich bin ein harter Typ und ich kontere einfach. Und wer das nicht will, der sollte am besten nicht mit mir reden, weil ich kontere die bösen Sachen. Die netten Sachen kontere ich nicht. Ich bin ein sehr netter Mensch. Aber wenn mich jemand auf den Geist geht, dann bin ich der, der natürlich den Schaden anmacht, also ausführt. Den Schaden nehme ich gar nicht an. Wieso? Wieso sollte ich den Schaden annehmen? Ich bin genug erwachsen, ich bin genug abgehärtet. Ich muss gar keinen Schaden haben. Also wer mich beleidigt, der beleidigt sich eigentlich selber. Weil ich eben auch wieder zurückreflektieren kann. Wenn mich jemand reflektiert, also wenn jemand sich auf mich reflektiert, wird wieder zurückreflektiert. Sinnlos. Völlig sinnlos. Ja, und deshalb macht mir das auch jetzt wirklich, das ist schon immer, nie etwas aus. Es ist so. Wer Schaden zu anrichtet, muss auch mit dem Schaden auskommen. Das sollte öfters gemacht werden. Wenn jemand ein Haus anzündet, es sollte wirklich so bestraft werden, dass sein eigenes Haus auch angezündet wird. Oder seine Wohnung. Nur seine Wohnung. Nicht das drüber und nicht das drunter. Aber heutzutage geht dieses Justizsystem gar nicht mehr. Jemand macht einen Autounfall. Er bekommt 10 Jahre. Jemand vergewaltigt eine Frau. Also vergewaltigt eine Frau. Bekommt 2,5 Jahre. Aber wo ist denn der Sinn? Ein Autounfall ist meistens nicht mal Selbstverschuldung. Ja, doch schon, aber ja. Es kann nicht jeder Täter immer schuldig sein. Aber eine Vergewaltigung ist immer, da ist immer der Mann schuld. Eine Frau tut sich nicht selber, ja, den Schlitz irgendwo reinbohren. Also bitte. Ja. Es ist einfach so. Oder zum Beispiel einer der mobbt oder in der Kindheit, der wird niemals bestraft. Aber wenn man mobbt, auch in der Arbeit oder so, das ist doch ein Verbrechen. Man macht jemanden nieder, man beleidigt jemanden oder so Sachen. Aber deshalb gibt es so viele Mobber. Vor ungefähr 20 Jahren, da gab es vielleicht ein oder zwei Mobber in der Schule. Also in einer richtigen Schule mit mehreren Klassen. Also mit vielen Klassen. Und jetzt gibt es in jeder Klasse mehrere, so 10 Mobber gegen 20 andere Leute. Das ist schon gewaltig, wie sich das gestaltet hat. Oh, ja, wer ist schuld? Ja, die Richter, also die Leute hinter dem Justizzeug, die Jura studieren.
Ich denke, diese Tage studieren die Leute Jura, um gar nicht mehr Strafen zu verteilen, sondern ja, ein paar Sachen zu erledigen haben. Ja, mehr nicht, oder? Ja. Und da denke ich manchmal schon, ja. Muss das sein? Also muss jetzt wirklich Jura eigentlich nicht mehr böse sein? Also ich fand Jura in der Schule immer eines der schlimmsten Jobs. Ich wollte niemals Jurastudent werden. Juristisches Zeugs ist für mich eigentlich heutzutage immer noch ein bisschen verpönt, weil es ist ja nichts. Die Leute arbeiten gar nicht. Also eigentlich schon, aber was sie machen, ist jetzt wirklich schlecht. Also, dass böse Leute nicht mehr bestraft werden, ist eigentlich schon ziemlich schlecht. Oder? Also seid ihr jetzt gerade auch wieder ein bisschen am, was ich erzähle. Aber ich finde, ja, die Leute werden zu schlecht bestraft. Es muss ja keine Todesstrafe sein. Ich bin nicht für Todesstrafe. Niemals. Es hätte noch nie eine Todesstrafe geben sollen. Aber Arena, ja. Wo die Leute dann selber schuld sind, dass sie sterben. Das wäre geil. Ja, nur wird ja auch im Regnum niemals die Arena benutzt und so. Einfach mal alle in die Arena werfen. Als Sklaven. Verhungern. Und am, ja. Abgemagert, also einfach keine Muskeln mehr haben und so. Na, auf die Fresse kloppen. Oh, das wäre cool. Nein, das wäre auch böse, ey. Wieso sind Menschen böse? Weil es ihnen zu gut geht, weil es zu viele sind, weil die Tierwelt und so Sachen sowieso nicht sich so mehr wehren können. Die gehen ja auch nicht mehr in die Städte. Also vielleicht in Singapur. Aber okay. Dass einfach die Menschen keine Feinde mehr haben, deshalb gehen sie auf einem selber los, oder? Da dieses Gefühl, heutzutage müssen die Leute böse sein, weil sie ja nicht mehr böse sein können sonst. Also auch in den Spielen so wenig böse sein können. Könnt ihr ein Spiel, wo ihr immer böse seid? Geht schon dann vielleicht. Aber so richtig böse können die Leute nicht mehr sein in den Spielen. Gehen Sie ins Real Life, oder? Gehen weg von der Tastatur, stehen auf und gehen raus. Da schießen 20 Leute. Aus welchem Grund? Ja, sie zocken GTA Online. Gut. Aber was ist mit denen, die rassistische Gedanken haben? Die Juden erledigen? Oder so Sachen. Also, das wird in den Spielen extremst wenig erklärt. Niemand spielt ein Judenspiel oder so, was die Juden erledigen oder so. Und dann gibt es Leute, die auf Islamisten losgehen oder die Islamisten, also Islam-Leute, Moslems, die auf Christen losgehen, gehen. Dabei haben die doch schon lange nicht mehr Kreuzzug gemacht. Dass immer noch Krieg sein muss im Nahen Osten, nicht endlich mal aufhören können. Ja, das ist leider auch schon wieder ein langes Video. Okay, noch ein bisschen können wir. Die sind noch nicht ready. Aber der Mensch muss lernen, auch mal etwas leisten zu können für andere. Etwas gönnen anderen. Und ja, wenn man so ein paar Spieler sieht hier in Regnum, vor allem deutsche Spieler, die gönnen echt wenig den anderen. Oh, da let's playt jemand. Komm, wir gehen auf ihn los. Naja. Ist natürlich. Ja, da habe ich jetzt wieder kein Wort dafür, aber können sie machen. Aber das schadet eigentlich auch wirklich der Community. Lieber zusammenhalten, ihr Deutschen, Alsen.
Zwei Schlangen. Ah, Hypano. Ganzen Tag da extremst aggressiv irgendwie. Also, ja, eben. Der andere ist eigentlich nicht mehr so oft da. Also, der habe ich eigentlich auch vorher nie gesehen. Der Plane Crash. Weiß nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall Hibana sehe ich immer. Über den ganzen Tag verteilt. Ich gehe immer wieder kurz online zu schauen, ob irgendwas los ist. Dann wieder offline. Und immer, wenn ich da bin, kurz, sehe ich ihn. Escalin ist nicht mehr so oft online jetzt. Ich suche sie nämlich wieder, weil ich jetzt mit dem Jäger wieder drin rein will. Ich war hier schon drin und sie haben mich dann irgendwann mal rausgehauen, weil ich nicht mehr so oft online war mit dem Jäger. Der war auch nicht mehr online, der hat richtig lustige Sachen gemacht, wie zum Beispiel hab Bäume, also so ein schräger Baum vor dem Tor, ist immer wieder runtergestürzt und dann war er immer wieder tot. Und ja. So meine Kollegen, richtige Kollegen, die haben recht lange gespielt und waren dann leider auch weg, als ich aufgehört habe. Damals vor 2,5 Jahren. Oder vor mehr, aber vor 1,5 Jahren genau, hatte ich ja noch Livestreams gemacht und so von Regnum. Und damals waren die noch dabei, aber die haben natürlich auch abgehört. Todeskriege. Ist der eine Kumpel aus WoW, der mir den Account gegeben hat. Genau. So, hey Franz! Hallo Sissi! Können die lange essen? Regnum-Spieler tun im Schnitt am längsten essen. Ich habe heute Raclette gegessen und es ging auch zwar lange, aber ich war schnell fertig im Vergleich zu anderem Essen. Zu anderen Esser, Raclette-Esser. Ja, war das fein. Das war schon cool. Aber jetzt habe ich einen fetten Bauch, der ist so schwer. Ich hänge vorne über das Pult. Aber ja, so viel offline und reiner online. Kein Clan. Ja, mit dem anderen Clan, also mit dem spanischen Clan, beim Barbaren, Galaxy heißt er, glaube ich, ist ja schon recht viel, da habe ich immer noch die Weihnachtsquest. Nächstes Jahr. Ist ja schon cool, aber die sind am 4 Uhr morgens kurz aktiv. Und wenn ich aufstehe um 8 Uhr morgens, dann. Oh, er ist doch drin. Okay. Wird der ausgelockt? AFK ausgelockt. Also, ich mache nochmal ein Video. Alles Bruno. Okay. Baruto. Hey. Kann ich dich nochmal auswählen? Der Baruto. Nicht der Bruno. So, also wir sind jetzt dort hinten. Beim ersten Ohrklage. Dann mache ich gleich, wenn ich dort bin, eine neue Aufnahme. Okay. Also ich mache jetzt schon. Bis dann, bis zum nächsten Folge.